So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. So sieht's aus. Wir sind wieder da und wir haben diskutiert, geplant, gemacht, getan. Ganz, ganz viel. Und die Gebäude erstmal aufgebaut, die wir bauen müssen im Minimum. Da kommen aber noch mehr dazu. Wie Lager und Co. Aber so sieht's erstmal aus. Das sind die einzelnen Stränge, die existieren. Und die generelle Planung. Wir bauen hier die Verschrottungsanlage. Die Verschrottungsanlage kriegt, wirft, glaube ich, hier Müll ab. Weiß gar nicht, was das hier ist. Ja, ich glaube, die wurfte Müll ab. Warf Müll ab. Wo ist denn die? Ich glaube, auch in der Müll. Genau, die wirft... Okay, warum der da unten... Absetzcontainer für Müll, exportieren gemischten Müll, der kommt da raus, plus Stahl, Aluminium etc. So, der Müll, der hier rauskommt, der wandert mit dem Metall, nee, der wandert plus alle anderen Müll erstmal in die Mülltrennung für Schrott. Der Müll, der da rauskommt, geht in die Mülltrennung für Aluminium. Der Müll, der da rauskommt, geht dann in die allgemeine Mülltrennung. Hier kommt zusätzlich der Schrott in die Lager, die auch von denen benutzt werden, von den Trennungsanlagen. Einmal für Schrott und Aluminium. Dann kommt daneben die generelle Mülltrennung. Die schiebt das auch in die beiden Lager, weil die trennt auch nochmal Aluminium- und Metallschrott raus. Zusätzlich kommt dann Bauschutt und Plastikmüll hier hin. Dahinter dann Plastikmüll und Bauschutt. Aufbereitungsanlagen, Metallschrott und Aluminiumaufbereitungslager und dahinter dann die, ja, Lager. So, der Müll, der dann hier hinten rauskommt, der geht in die Verbrennungsanlage. Zusätzlich geht der Müll aus der Sondermüllbehandlung auch erstmal durch den ganzen Prozess, denke ich. Da müsste man halt gucken, was wirft dieser Müll ab, aus was besteht der, aus was ist der? Der könnte nämlich auch einfach nur Asche sein, etc. Weiß ich nicht. Steht hier ja leider nicht dran. Da hätte ich gern ein bisschen mehr Informationen über den Müll. Aber der Müll kann grundsätzlich natürlich jegliche Zusammensetzung haben. Aber ich glaube, das ist erstmal so der Weg, den wir gehen müssen. Am wichtigsten sind erstmal die beiden Metalllager und Aluminiumlager, weil die von ganz vielen angesprochen werden müssen. Und dann, ja, jetzt kommt's, haben alle diese... Arbeiter, 50 Arbeiter, 15, 20, 15, 20, 30, 25, 30, Schrottung hat 50, nicht? Also, das summiert sich, das hier hat auch nochmal 20, die Dinger zum Glück hier nicht. Es sind so 200, 300 Arbeiter, die man braucht und ja, wie kriegt man die am besten hier auf diese Strecke von da hinten nach hier? Mit einem Zug. So sieht's aus. Das ist unsere nächste Planung gewesen. Wie kriegen wir den Zug hier hin? Hier kommt noch ein Bahnhof hin. Grundsätzlich sollte das hier die Route sein, die die Leute für Nahrung halt hier hinbringen. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie die Schiene hier aussehen soll aktuell. Ja, grundsätzlich würde die dann irgendwo hier ankommen. Andere Option wäre, hier oben die Schiene rumführen und hier ankommen lassen. Wäre auch da, weil wir hier das vorgesehen hatten. Aktuell wird nur eine Schiene genutzt. Man könnte also auch noch eine zweite nutzen. Erstmal ganz simpel, nicht wahr? Jetzt zu den weiteren Problematiken. Wir müssen das alles bauen. Und wir brauchen überall Wege und Überführung und. Also es ist nicht so leicht, wie man denkt. Was ich aber gelernt habe, was ich nicht wusste, und der steht nicht richtig, dass die Förderbänder mehr als eine Ressource transportieren können. Das war mir absolut nicht klar. Also ich hoffe, da wurde nicht gelogen beim letzten Mal. Man weiß es nie. Ich habe mir das jetzt nicht angeguckt. Ich vertraue da einfach mal. Auf jeden Fall, ja, wusste ich das nicht. Das macht die Sache dann so ein kleines bisschen einfacher. Ist das jetzt besser? Ich glaube nicht. Ich glaube, der steht genauso schräg. Kann das sein?
Je nach Winkel ist er gerade oder schräg. Ach komm, egal. Passt. Und ja, da müssen wir gucken, wo wollen wir mit Straßen durch, wo wollen wir nicht durch und. Erstmal würde ich eine generelle Straße durchführen lassen, weil wir hier hinten vielleicht ja auch die Ressourcen abholen wollen, nicht? Das heißt, hier wäre sogar vielleicht eine Art Autobahn, zweispurig, bei der Menge der Autos, die hier langfahren, die auch Müll transportieren, vielleicht gar nicht so dumm. Das heißt, dafür brauchen wir erstmal einen Überweg, den wir uns da mal raussuchen. Balk wäre blöd. Warte mal, wir können das doch hier drüber machen. Das ist doch wesentlich angenehmer. Road Crossing wäre 1. Das wäre auch 1. Das wäre mit Schiene, aber 2. Das wären 2 Schienen. Das wären auch 2 Schienen. Das wäre eine Schiene. Das wäre eine Schiene. Das wären 2 Schienen. Das wären 3 Schienen. Und das wären gar keine Überwege. Man kann es natürlich grundsätzlich mit denen einfach nur hochlegen. Dass es dann oben lang läuft. Das wäre auch eine Option. Nicht, dass man einfach so sagt. Und dann zieht man da die einzelnen Straßen durch. Wobei wir auch nicht zu weit weg dürfen vom Start. Weil die ja auch hier Leute brauchen. Ich glaube, wir müssen einen Bahnhof machen mit einem und dann vom Bussen das verteilen lassen nochmal. Das könnte echt ein Ding werden. Probieren wir mal das so. Weil beim letzten Mal habe ich die Fertigdinger benutzt und das war nicht so gut. So, Straßen nehmen wir natürlich auch erstmal die hier. Und gucken erstmal, wie wir irgendwie hier halbwegs durchkommen. Und leider wurde es beim letzten Mal wieder sehr, sehr clean, so von der Bauart. Hat mir eigentlich wieder semi gut gefallen. Ja, da kriegen wir nur eins rein. Ah. Das ist schlecht. Gibt es einen besseren Übergang? Was haben wir denn noch? Ja, nur den mehreren zum 1 oder den 1 zu mehreren. Der hat aber auch nur eine Straße, leider. Oder halt wirklich. Es wird halt zu lang. Ich will eigentlich die Abstände dazwischen anders haben. Das ist eigentlich so alles. Vielleicht machen wir erst die Straße. Und hier ist ja auch noch so die Sache. Da müssen wir eigentlich ja eine lange An- und Abfahrt haben. Oder zumindest eine längere, falls da mehr als ein Fahrzeug mal rein oder raus möchte, nicht wahr? Also die Einfahrt ist natürlich wichtiger als die Ausfahrt hier dann an der Stelle. Oh. Und da kommen wir dann niemals drüber. Vielleicht müssen wir das noch ein Stück höher setzen. Ja, da kriegt er keine Möglichkeit. Das ist zu weit. Okay. Klonen. Das kurz hinsetzen. Straßen weg. Weg Straßen. Klonen. Wir könnten die Straßen auch nach da machen. Dann wäre das separat. Fände ich eigentlich cool, weil dann gewinnen wir Länge in der Breite und können hier dichter ran. Was wieder den Abstand reduziert für die Arbeitskräfte vom Bahnhof weg. Finde ich gut.
So, und die Ausfahrt ist hier dann nämlich nicht so riesig. Und die Einfahrt kann dafür dann länger werden. Oh. Irgendwie. Hier kommt direkt die Auffahrt hin. Und hier könnten 4 Müllfahrzeuge hinkommen. Vielleicht drehen wir das auch. Aber da ist die Schiene. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Natürlich nicht, weil das 1 mm da ist. Gönn doch einfach, Spiel. Oh, also das Speichern dazwischen ist inzwischen extrem geworden, weil es halt einfach auffällt im Spielfluss. Okay, dann geht aber auch da dichter. Okay, so ist blöd. Dann andersrum, dann erst dich hier. So. Oh, das ist aber nicht richtig. Bei der nicht ordentlich ist, nicht? Der ist krüdelig geworden. Ach, das hier ist nicht richtig. Kann das sein? Das wirkt nicht wie eine richtige Parallelstraße. Okay, so macht das. So sah es auch gut aus. Und Schienen sollten wir trotzdem, wenn wir wollen, irgendwie vorbeikommen. Zur Not auch zu zweit. Alles gut, alles schick. Jetzt müssen wir hier wieder rüber. Unsere Nemesis. Ja, wenn er die Straße baut, dann kann er das natürlich nicht. Wow. Wir wollen einen Eingang, am besten mit Fußgängerdings. Und jetzt sehe ich nicht durch die Fußgängerwege, ob das passen würde. Das ist, ich weiß auch gar nicht, was der Unterschied zwischen dem und dem ist. No Road Connection, No Road, 3 to 1, 1 to 3. Ah, das, ach, das ist das Gedrehte, alles klar, das ist eine 1 zu 1. Ne, dann nehmen wir 1 zu 3. Ja, und dann können wir einfach nur so orientieren, dass es klappt. Und jetzt erst gucken, ob die Dinger rübergehen. Gehen sie nämlich nicht. Das ist blöd. Irgendwie würde ich einfach nur gerne ausschalten, dass er Wege anlegt. Und mit Steuerung kann ich nur alles ablegen, nicht? Aber so. Okay. So machen wir es.
Das ist, glaube ich, der Grundpfeiler, von dem aus wir starten werden. Oh, das wäre nur für die Feuerwehr später. Und da kommt jetzt Aluminium und Metallschrott drüber raus. Oh. Das wäre so der Ausgang, von dem wir aus starten. Okay. Jetzt kommt das eigentliche Spaßige. Also, es klingt immer so, als ob es keinen Spaß macht, aber ich finde, das ist genau das Spiel. Diese Industrien mit ihren verschiedenen Eingängen zu knobeln. Ich finde zum Beispiel, wenn man sich aus dem Workshop Objekte runterlädt, die einfach Doppel- und Dreifach-Ein- und Ausgänge übereinander liegend haben, wo man alles irgendwie benutzen kann, finde ich das irgendwie ein bisschen sich zu leicht gemacht. Klar, in echt würde man natürlich auch anders planen. Ich hätte lieber so verschiebbare Eingänge. Aber natürlich bedingt natürlich auch so ein Lager, dass du nicht überall Ein- und Ausgänge haben kannst. Also zum Beispiel muss der Eingang ja gegenüber vom Ausgang vielleicht liegen oder so eine Sache. Die können vielleicht nicht auf einer Seite liegen, weil du sonst, weiß ich nicht, was für Maschinen bräuchtest, die es vielleicht gar nicht gibt oder damals nicht gibt. Oder es braucht mehr Platz. Ne? Also da kann man, glaube ich, bei einer Version 2.0 oder beim neuen Teil irgendwann, ich hoffe, die verdienen genug, kauft das Spiel, an solche Sachen halt denken, genau wie Objekte einfach zu verschieben auf der Karte und solche Details. Wären halt auch super smart. Okay. Der könnte hier direkt angegliedert werden. Finde ich gut. Und jetzt ist der die Frage dazwischen, den Abstand, so reicht der oder komme ich da nicht ran? Da hat sich kein Undodge-Punkt gebildet. Ah, so perfekt gesetzt. Und dann hat es nicht hingepasst. Okay. Hätte ja auch mal klappen können. Der hätte ich zum Beispiel auch gerne eine Anzeige für. Sind die parallel oder nicht? Kann ich eine Straße dazwischen bauen oder nicht? So, jetzt ist ein bisschen mehr. Das müsste schon reichen. Ja, genau. Dann können wir davon nämlich weggehen. Und hier seht ihr, würden wir das wieder kreuzen. Und ich hatte immer die Übergänge gebaut jetzt. Die Frage ist nur, ist das vielleicht cleverer, weil wir dann da mit Fußgängerwegen drüber kommen? Finde die Übergänge hier grundsätzlich hübscher. Ja doch, komm, bauen wir die hier hin und die Dinger immer dann dahin. Ich glaube, dann kriegen wir auch die Wege drüber. Weil hier ja hoch ist. Da muss der Abstand nur groß genug sein. Ich meine, das ist eh keine Verarbeitungsanlage, von daher alles gut. Hier wird auch nochmal spannend, weil hier muss auch nochmal eine Straße lang gehen. Hier würde jetzt der Bahnhof hinkommen. Den wir beim letzten Mal rausgesucht haben, der dürfte nicht mehr ausgewählt sein. Ich glaube, wir hatten long bla bla bla. Die muss nämlich sehr, sehr lang sein, weil dann können wir einfach Strecke überwinden. Darf also nicht zu small sein. Ich glaube, das war Airport Dings. Tram, Road, Small, Airport. Nee, Airport war zu Main, Elevated. Der hier. Ja, der ist lang genug, weil dann können wir da hinten raus und hier unten raus mit den Arbeitern. Ich glaube, da haben wir am meisten Erfolg mit. Direkt ans Gebäude ran. Weiß nicht. Könnte das hässlich werden? Ah. Wird's. Obwohl, wenn da Züge fahren, dann stehen die nachher im Gebäude drin. Nee, stimmt. Da kommen ja Schienen hin. Nur weil es das zulässt, sollte ich es nicht so bauen. Nochmal lieber.
bisschen Abstand. Diesmal denke ich auch an die Schienen. Ich glaube, das war das Problem. Die wurden wieder nicht angezeigt vorher. Und dann denkt man sie nicht mit. So, nicht? Das ist hier wenigstens die Schiene ein bisschen zum Abstand. Und egal, was wir bauen, erstmal die Schiene runterbauen. Dann vergessen wir sie nicht. Ich weiß, wir könnten auch wieder einen Tunnel machen. Wir könnten hier auch ein Doppelding draus machen. Aber ich würde sagen, wenn, gehen wir eher hier hin und gehen nach oben weiter. Das ist ja nur eine Anlieferung für Arbeitskräfte. Ich bestätige erstmal, dann haben wir da Ruhe. Jetzt die Straße hier noch weiter. Okay. Grundsätzlich wäre es wahrscheinlich möglich. Gerade ist es nicht möglich. Wäre jetzt auch nicht parallel. Bisschen mehr. Nee. Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Okay. Jetzt kriegen die ihre Sachen von Lagern. Einmal von diesem Ding hier. Und du gibst es darüber raus. Hier ist zum Beispiel jetzt blöd, nicht? Der Hintereingang für Arbeiter ist da unten. Generell, okay, dadurch, dass die nicht verbunden sind gerade, und ich die wahrscheinlich auch nicht verbunden kriege. Ah, doch. Machen wir mal. Ah. Ich glaube, der Winkel darf nicht zu spitz sein hier. Und ich glaube, wenn ich das mache, dann kann ich das andere nicht bauen, oder? Okay, von der Seite geht es einfach nicht. Nur von dem, den hier geht's direkt. Okay, dann halt so. Ist nicht ungefähr das, was wir vorher geplant hatten. Hm. Okay. Wo könnt ihr jetzt hinlaufen? Da könnt ihr auf jeden Fall hinlaufen noch. Hier aber schon nicht mehr. Hast du... Du hast hier... Oh, sehr genial. Ein Ausgang. Jetzt ist so die Sache. Ja, genau. Das würde nämlich wieder nicht mehr klappen. Hier müssen wir auf jeden Fall die Straße nochmal überarbeiten. Dass wir den Weg vielleicht gerade kriegen. Kommt ihr von da jetzt da ran? Ja. Sehr gut. Das ging nämlich beim letzten Mal nicht. Das heißt, die beiden hätten wir schon mit Arbeitern versorgt. Ohne Probleme. Jetzt brauchen die Müll. Der wird hier angeliefert. So. Und jetzt gibt es eine gerichtete Werksverbindung. Ganz wichtig. Okay, ich muss sie, glaube ich, erst bauen. Ah, und die kann man nur in einem Wisch bauen, ne? Ist okay. Und dann kann ich sie zu einer Einbahn-Dings machen. Nicht? Nach dem Bauen wird die dann eine Einbahn. Da rein. Weil der Müll kommt hier rein und sollen da nur rein. Er soll nicht zurückfließen. Das könnte ein großes Problem sein.
Weil sonst produzieren wir hier Müll, geben den raus und produzieren mit demselben Müll und da ist gar kein Schrott mehr drin. Das würde ja gar keinen Sinn mehr machen. Das heißt, dieser Schrott muss dann irgendwann auch weiterverarbeitet werden, weil nachdem wir da den Metallschrott raus haben, ist aber vielleicht noch Aluminium drin und sowas. Ich weiß halt nicht, wie viele Müllwagen hier ankommen. Ich hoffe nicht so viele, dass die sich hier gegenseitig blockieren werden. Wenn nicht, bauen wir das mit der Straße hier nochmal um. Die kann ja weiter unten laufen, noch ein Stück. Da haben wir ja noch grundsätzlich Platz. Jetzt müssen wir hier noch rüber. Da habe ich die meiste Angst vor. Dieses Rüberkommen die ganze Zeit. Oh, hier ist nämlich zu schmal. Dann... Ja, der könnte dahin... Und jetzt kommt es zum Tragen. Ich glaube, genau diese Überdinger sind nämlich das, was bei mir... Ist das gerade? Also jetzt immer ohne Scheiß, das doch... Die sind gerade, aber die hier ist doch nicht gerade, oder? Weil ich einen Knick in der Optik... Geht doch nach links hoch. Warte mal. Ich komm nochmal weg. Ja, die war nicht gerade. Ja, da nicht. Es bringt nachher nichts. Es sieht eh schon scheiße aus. Und trotzdem, mein Kopf will monkartig, dass wir das trotzdem machen. Egal wie sinnfrei es gerade ist. Das passt auch nicht. Die ist ein Millimeter höher hier. So. Sieht nach eher was aus von der Höhe und den Abstand. Alles klar. Ah ja, für die Feuerwehr brauchen wir das. Alles klar, alles klar, alles klar. Aber du bist gerade, oder? Ja. Und du auch. Okay. War nur die Straße. Man sieht's gleich. Ist ein Millimeter und trotzdem total genervt davon. Lag wahrscheinlich daran, dass die hier nicht ganz gerade da hinten hinging dann. So. Über die Straße. Eieiei. Muss die Freiheit grenzenlos sein. So, und jetzt brauchen wir eigentlich einen Rechtseingang, hinten Eingang, links Ausgang, vorne raus. Also 2-2 bräuchten wir jetzt. Und das hier sind immer nur Dreier. Das hilft uns nicht. Und ansonsten gibt es nur raus, aber kein raus nach da. Das heißt, wir müssten ja hier jetzt auch unten rein. Davon mal abgesehen, dass ich das vergessen hätte. Weil das hier läuft ja nur in die Richtung, nicht? Wir laufen hier und gehen da rein. Das heißt... Es gibt ja kein Zurücklaufen. Das muss ich auch hier machen. Wir brauchen eigentlich einen nach rechts, der von der anderen Anlage das zurückbringt. Oh. Weil die muss auch hier hinkommen. Wir brauchen also einen, der in die Richtung nach vorne läuft und einen, der in die andere Richtung zurückläuft. Die überschneiden sich die ganze Zeit. Und hier kann man nicht in verschiedenen Ebenen hoch oder runter gehen. Ich glaube, dass so, wie ich es nämlich heute am Anfang geplant hatte, würde es gar nicht funktionieren. Weil ich habe vergessen, dass das ja Richtungen sind. Das heißt, das kommt hier raus und geht da rein. So, aber ich komme ja hier nicht rein in den. Ich könnte natürlich das so machen. Weil der braucht nach links ja gar keinen Ausgang. Doch, für den Aluminiumschrott. Ich weiß, was wir machen.
Ah, das wird schwierig. Oh nee, das wird schwierig mit den anderen Sachen. Ich wollte hier jetzt den Bauschutt oder den allgemeinen Mülldings hin machen. Dann könnten wir nämlich hier drin Aluminium hin exportieren und hierhin Dings. Aber dann müssen wir hier zwischen Aluminium und Bauschutt machen. Aber das wäre das Einzige, was nach links und rechts Sachen liefern müsste. Okay, das wird schwieriger, als ich denke. Gerade mit dem Anspruch, überall dann die Person dran zu haben. Und der hat auch noch doofe Ausgänge. Der hat auch nur zwei Ausgänge. Das heißt, wir müssen über einen Ausgang raus, der sich dann verteilt. Das heißt, der hat so einen Dreierausgang. Was ja kein Problem ist. Ja, es geht nur so. Wir können den nur in die Mitte setzen. Dann geht sein Ding raus, geht nach hier, da geht er mit dran. Seins raus, da geht er hier dran. Und geradeaus geht's an den Bauschutt. So, das Plastik müsste dann nach links weg. So, jetzt ist das Problem, der braucht auch einen Mülleingang. Und der Mülleingang, der Müll, der hier rauskommt, das ist ja auch so eine Sache, hier kommt ja wieder Müll raus, der muss ins Aluminium rein. Das wäre sehr, sehr lang, deswegen wollte ich die nebeneinander bauen. Okay, wir gucken mal mit dem Aluminium kurz. Die Schiene muss eh hier nach unten. Die Schiene müsste eh nach unten, weil wir nicht hier rüberkommen könnten. Das heißt, die muss eh in einen Tunnel enden. Das heißt, hier gibt es auch keine Straße rüber. Oh Mann. Weil hier der Tunneleingang wäre. Andererseits wollen wir auch noch mit dem Fußwegen rüber. Aber, oh, okay, die Fußwege lassen wir außen vor. Die könnten wir zur Not mit einer Unterführung unterirdisch legen. Dann wären wir da fein aus der Sache raus. Dann würden die nirgendwo im Weg sein. Okay, manchmal. Ich weiß noch nicht, was das hier für ein Punkt ist. Das ist eigentlich kompletter Nonsens. Na, jetzt erst du ran und dann du und du. Okay, das Einzige, was wir wissen, bis hierhin kommen wir raus. So, das ist eigentlich alles. Und der ist schon falsch. Weil du brauchst auf jeden Fall von rechts einen Eingang. Alles andere macht gar keinen Sinn. So, das heißt, du brauchst eigentlich nur einen Ausgang. Das heißt, drei Eingänge. Und hier müssen wir genau gucken wegen der Straße. Ich hätte ihn ja gern hier irgendwo gehabt, aber kriegt er das nicht hin? Aber so kriegt das auch nicht hin. Wow. Warum zeigt das denn an? Weil er schon wieder die Wege zuerst gesetzt hat. Wege würden aber noch gehen. Bestätigen hier. Wir könnten den spiegeln, dann könnten wir hier direkt rangehen. Wenn wir der erstmal sauber durch, das kann nach rechts, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Gucken wir mal. Ja, das ist auf jeden Fall ein neues Level.
Ich hatte schon immer mit dem Holz Probleme, aber hier, das ist auf jeden Fall Bam. Oh, es könnte auch direkt rüberfließen. Ich bräuchte gar keinen Müllplatz. Theoretisch, aber dann, wenn die länger braucht, dann läuft die leer. Etc. Dann sind mal keine Arbeiter drin. Nee. Das ist schon, glaube ich, gut, wie es geplant ist. So. Da kommen wir nicht hier ran. Können wir dich spiegeln? Nur so. Ach, da ist ein Weg. Ich wundere mich die ganze Zeit. Hä, warum kann ich es nicht bauen? Das war auch schräg. Ja, du bist auch nicht gerade. Alles klar. Ja, das ist doch nicht parallel hier. Was? Warum macht es, dass das hier so aussieht, wie es aussieht? Das ist doch nicht normal. Parallelmodus. Ist das hier hin nicht parallel oder was? Aber das haben wir im Parallelmodus gebaut. Aber man sieht, der geht hier irgendwie zusammen, um dann wieder auseinander zu gehen. Keine Ahnung warum, der manchmal klappt, manchmal nicht. Okay, jetzt ist auf jeden Fall parallel. Sieht auch besser aus so. Okay. Erst nochmal den Müllplatz. Oh, und den können wir beliebig lang machen und dann kommt hier ein zweiter Müllplatz raus. Und die Dinger, wie gesagt, werden Einwegsverbindung. Der geht rein. Und der geht raus. So, das heißt, der Müll, der da reingeht, geht rechts raus. Und hallo Lytro, willkommen. Das heißt, das hätten wir dann geplant. Hast du den Eingang oben? Nee, der hätte nur seitlichen Eingang. Aber wir brauchen eh den Abstand. So, und das müsste aber theoretisch ja dann hier in einen Tunnel. Okay, wartet. Erstmal den Tunnel. Tunnel ist an einer Stelle über dem Gelände. Ja, wirklich. Ist er. Sage nur. Der Tunnel ist an einer Stelle über dem Gelände. Naja. Kann ich das hier... Okay, wir machen es länger. Ich glaube, wenn ich den abreiße, bleibt dann ein Stück übrig. Ja. Ich glaube, kürzer ginge aber nicht. Unterirdisch. Wir starten hier. Ja, 1, 2, 3, gehen 9 Meter runter. Kriegen wir nicht kürzer, nicht wahr? Und dann wären wir unten drunter. Das heißt aber jetzt oben drüber kriegen wir die Straße nicht genau an der Stelle hin. Ah, ja. Na gut. Ich meine, die Straße ist nur für die Feuerwehr. Das ist jetzt nicht so relevant, nicht wahr? Oh.
Na, für eine Kurve braucht die, glaube ich, mehr Kurve. Die Kurve. Wir können auch erstmal das Stück hier ziehen. Ah, da fehlt ihm was. Stört ihn immer noch. Okay. Aber die haben ungefähr den gleichen Abstand. Also wir müssen das hier nur gleich lang machen. Ungefähr. Ja, dann geht's auch. Okay. Das heißt, wir hätten die Schiene. Und ich baue jetzt noch nicht die Mitarbeiter. Das Problem ist, wenn ich nicht weiß, ob die Mitarbeiter funktionieren... Macht es keinen Sinn, ob ich das baue. Andererseits, wenn ich jetzt die Mitarbeiter plane und dann geht der Rest nicht, macht es keinen Sinn, die Mitarbeiter zu planen. Dabei ist schon wieder der eine Schwanz den anderen, wie man so schön sagt. Fußgängertunnel, Eingang. Ich weiß nicht, was... Also eine Pergola klingt gut, aber ich weiß nicht, wofür die ist. Ob die irgendeinen tieferen Sinn hat. Andererseits ist es ja auch dumm, hier mit einem Tunnel runterzugehen, wo die mit einem Tunnel runtergehen. Das ist auch schlecht. Das habe ich auch gerade noch gar nicht bedacht. Ich würde aber auch ohne Dings rüberkommen. Aber ich würde nicht rumkommen. Das war das Problem vorher. Aber vielleicht... Wenn wir das so machen... Ja gut, die paar Menschen, die über die Straße laufen, während der Zug aus dem Tunnel kommt. Aber kommen wir hier durch, ist dann die nächste Frage. Aber auf der Seite können wir ja einen Tunnel bauen dann. Das wäre wieder okay. Da würden wir aber auch hier runterkommen. Alles klar. So, aber hier ist es... Okay, hier würden wir auf der Seite nur rüberkommen. Kann das sein? Ah, es ist alles ein bisschen... Immer noch eng. Hätte ich nicht gedacht. Hier würden wir theoretisch hier rüberkommen. Okay. Und die gehen da rüber, dahin. Ah. Mal. Der muss ja nicht erst runterlaufen. Dann müssen die ja nicht erst hochlaufen. Das wäre mega doof. Kriegen wir doch sicher so hin, dass das ein durchgängiger Weg hier wird. Der sich wunderbar hier verbinden lässt miteinander. Der sich wunderbar dort verbinden lässt miteinander. Ja, ist okay. Besser als vorher. Wenn ich das jetzt hier nochmal wegnehme... Durchgängig kriege ich es nicht hin, oder? Das mag er nicht. Doch. Ja, besser. Besser winkt ihn da gerade. So. Kommen wir immer noch vom Bahnhof da ran... 218. 10 Meter müssen sie jetzt mehr laufen. 154 nach oben. Zu den Lagern müssen sie nicht kommen. Das wäre gut. So, das heißt, da kommt Metallschrott rein. Da kommt Schrott, da kommt Müll raus, wo noch Aluminium und Restmüll drin ist. Ich weiß nicht, ob vielleicht da drin auch schon das ganze Zeug verloren geht. Aber dann würde es gar keinen Sinn machen, warum man Mülltrennung hat. Boah. So, der Schrott würde hier wieder reingehen irgendwie. Oh, und das wieder One-Way. Zack. Und der würde hier wieder rauskommen.
und dann in das nächste Lager reingehen. So die Idee. Erstmal grob. Ja, ihre Feuerwehrausfahrt von mir aus hier. Oder wir machen es dahin. Dann kriege ich aber, glaube ich, den Fußweg nicht rüber. Wobei der Fußweg auf der Seite eh dämlich ist. Hier könnte man auch wirklich überlegen, ob man da nach unten geht. So. Ja, okay, es geht halt nicht anders. So. Dedizierte Fußwege sind halt immer noch ein bisschen besser, nicht wahr? Laufgeschwindigkeit 87 werden das bei Kieswegen und hier auf den Straßen haben sie 62. Also schon deutlicher Vorteil. Hier sind 25% schneller. Okay. Dann ist ja die Taktik mit Einzelwegen gar nicht so dumm. Aber ihr seht, der Müll ist anstrengender als gedacht. Vor allem, wie wir das jetzt auflösen, und ich glaube, dafür müssen wir die Wege nochmal wegnehmen, wird nochmal ganz spannend, aber das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich plane das weiter und ihr werdet gleich sehen, wenn ihr dazu guckt, was die Ergebnisse sein werden oder auch nicht. Bis gleich.